habe noch nie mit einem Kunstschaffenden zwei Ausstellungen nacheinander geplant. Und ich glaube, auch Aldo hatte das noch nie so gehabt. Aber bei diesem Thema mit baulichen Veränderungen hat das wirklich Sinn gemacht. Mir war es wichtig, dieser zweiten Stadt wie eine andere Anschrift zu geben. Das heißt, meine in Beziehung zu setzen mit anderen. Und so habe ich dann auch die Kunstschaffende angefragt, bezogen auf ganz spezifische Arbeiten, die sie hatten. Es gibt jetzt viel mehr Bezüge zur Außenwelt. Da hinten ist so ein Bild, das ich aus einer Naturkatastrophe aus 1978 darstellt in Locarno. Und auch der Kies, die Petankbahn, die einfach die Außenwelt spiegelt. Oder auch so ein bisschen stärker das Thema des Verfalles oder der Vergänglichkeit oder auch das Thema des Todes kommt jetzt stärker im Mittelpunkt. Aldo habe ich über das Betonspielen gesprochen und die Frage ist dabei, welche Kugel dreht sich eigentlich? Ist es der Erdball, auf dem wir gerade stehen, oder ist es die Kugel, die ich gerade auf dem Erdball bespiele? Das ist so ein Innenraum in dieser Stadt, also ja, von der Farbe her auch, hebt sich ein bisschen ab, ich mag das. Ich mal nur eine Stunde, da bin ich total gestresst, also schnell, 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 schnell. Und ich spreche meistens mit den Leuten. Und wie jetzt alles so hängt, habe ich auch große Freude mit diesem Kronleuchter zusammen von Aldo, den Arbeiten von Daniot. Also ja, bin ganz stolz. Diese Arbeit heißt Street Mapping. Es ist ein persönliches Sightseeing eigentlich von New York. Es passt sehr gut zum Thema die Stadt im Museum. Und weil es eine sehr narrative Arbeit ist, passt es auch gut zu Aldos karger archaischer Arbeit. Das Thema finde ich sehr spannend und das war schon speziell, das in zwei Etappen denken zu müssen, weil das ist etwas Unübliches, dass man was macht und dann noch die Möglichkeit hat, dann das noch zu verändern oder zu, ich würde nicht sagen verbessern, sondern wie aktualisieren in dem, was man sich jetzt für neue Gedanken macht. Thank you.